Und dann versucht man jetzt das Ganze auf Long-Covid umzudrehen. Das ist kein Long-Covid. Long-Covid ist etwas, also ein postvirales Syndrom, das gab es schon immer bei Epstein-Barr, auch bei Grippe, das trifft selten Leute, aber es trifft Leute, die sind wirklich, die werden aus ihrem Leben gerissen. Die haben keine Kraft mehr, die sind ständig müde und wir können denen leider nicht wirklich helfen in der Medizin. Aber was da an Long-Covid umgedichtet wird, also Post-Vac auf Long-Covid, das ist wirklich eine ganz durchschaubare, fiese Geschichte. Und nur wie da gearbeitet wird. Ja? Hier wird zum Beispiel hier Geld reingesteckt, da werden Firmen beauftragt, die in Computerspiele Symptome einbauen, die dann der Spieler als Long-Covid deuten soll. Ja? Und wer es finanziert? Schauen Sie rechts. Also mit aller Gewalt wollen Sie davon ablenken, dass Ihre Impfung schlichtweg die größte medizinische Fehlleistung der Geschichte ist. Und das Paul-Ehrlich-Institut, das hat die Aufgabe, diese Pharmakovigilanz dann zu überprüfen. Das steht im Gesetz, zum Beispiel durch Vergleich der Verdachtsmeldungen mit den Krankenkassen. Bis heute nicht machen sie es. Das ist gesetzlicher Auftrag. Und dann hat ein Krankenkassenchef, der Herr Schöfbeck ist er, glaube ich, der schon am Ende seiner Karriere stand, dem es auch egal war. Also der hat genau gewusst, was er tut. Schönbeck, danke. Der hat genau gewusst, was er tut. Er wird aber, es tut mir leid, ich muss es tun. Wir sehen das doch bei unseren Abrechnungszahlen, dass die Impfnebenwirkungen in die Höhe, durch die Decke gehen. Und dann hat er das öffentlich gemacht und hat dem Paul-Ehrlich-Institut gesagt, bitte schnell einen Termin, ihr müsst euch die Zahlen anschauen. Klammer auf, der gesetzliche Auftrag war umgekehrt. Das PAI hätte ihn kontaktieren müssen. Was ist passiert? Die deutsche Presse natürlich ganz toll, wieder Querdenker und so weiter, das war Tom Lausen. Und dann BKK trennt sich vom Vorstand. Wie, total verrückt. Ja. Und dann die AfD fragt dann im Bundesgesundheitsministerium nach, was dann jetzt los ist. Warum wird die Nichteinhaltung, da auch der Gesetz, § 13, Infektionsschutzgesetz, Absatz 5, warum hält sich das Paul-Ehrlich nicht dran? Gibt es da vom Gesundheitsministerium, das ist die Aufsichtsbehörde vom Paul-Ehrlich-Institut, gibt es da, macht ihr das jetzt mal? Da schreibt dann Professor Dr. Edgar Franke, parlamentarischer Staatssekretär vom Bundesgesundheitsministerium, Antwort: Nein, bislang fanden keine Gespräche der Kassenärztlichen Vereinigung hinsichtlich der Datenübermittlung nach § 13 statt. Und die Leute sterben weiter.